Reich den Herrn, liebe Geschwister. Ein großer König, wer dient ihm nicht gern? Ein großer König, der uns teilhaben lässt an seinem Werk. Es gab einen großen König, Nebukadnezar. 128 Länder waren ihm untergeordnet. Das goldene Haupt. Jedenfalls war es babylonische Weltreich, das goldene Haupt. Ahasverus kann es auch gewesen sein, ich weiß nicht genau. Jedenfalls große Könige und die Menschen, die berufen waren, Gott zu dienen, beziehungsweise damals eben dem irdischen König, aber heutzutage die größte Berufung, die wir haben, ist Gott zu dienen, dem lebendigen Gott. Und da gibt es viel Arbeit. Viel Arbeit hat der Herr vor unsere Füße gelegt und das ist sehr gut, dass er das gemacht hat. Jesus hat auch im Evangelium gesagt, wer diese meine Rede hört und tut sie. Also zuerst mal hören, dazu muss ich ja in die Versammlung kommen oder wenn ich zu Hause Geschwister habe und sie sagen mir das Wort oder ich sage ihnen das Wort, hören und dann tun. Aber das ist ja nicht nur ein Wort, was er da gesprochen hat, ein Satz, sondern es sind ja viele Sätze. Und wenn man reinschaut in die Bergpredigt, in dieses Arbeitsfeld, was Gott für uns da zurechtgelegt hat, Gott ist allweise und er bezweckt natürlich, er schlägt, wie man sagt, so, er schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Mehrere Fliegen schlägt er mit einer Klappe, das heißt, er macht viel Gutes durch einen Auftrag, den er gegeben hat. Und wenn man sich da hinein vertieft in diesen Auftrag Gottes, du wirst nicht arbeitslos, kann für die nächsten Jahre kann es sein, du bist voll beschäftigt. Und genau das will Gott. Genau das will er. Dass wir voll beschäftigt sind im Geiste. Warum? Weil schon sind unsere Gedanken weg von der Welt. Weil es wird uns dermaßen fesseln, Geschwister. Das Evangelium Jesu Christi, was er gesprochen hat, es wird uns dermaßen klein machen, dass wir schamrot werden. Weil es sind da Dinge geschrieben, die nicht so einfach sind, die Gott aber getan haben will. Und wenn man einen Bogen drum macht und sagt, oh, das ist mir zu schwer, dann macht man Gott klein. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir glauben, also muss man sich erst einmal im Glauben dahin ringen, sozusagen. Ringet, dass ihr eingeht in die enge Pforte, steht ja auch, ringet danach. Dass man eine Arbeit tut, dass man arbeitet in Gott, mit dem Größten, mit dem Schöpfer aller Dinge. Dass man mit ihm arbeitet zusammen und genau das, was er will. Er will nichts Großes. Er will nicht, dass du ein Wort liest und gleich da auf die Straße gehst oder in Hyde Park in London an der Ecke stehst und das verkündigst. Überhaupt nicht. Er will erstmal, dass du das Wort betrachtest, es überlegst in deinem Kopf und es wiederkaust und darüber nachdenkst, nachsinnst und dann dir dieses Wort aufgeht und dir Gott in dem Wort aufgeht und die Kraft Gottes in dem Wort aufgeht. Denn Gott ist es, der dich errettet hat, der uns errettet hat von Anfang an, nicht wir selbst. Also ist in jedem Wort Gott drin und dann vermag dieser Gott, der in jedem Wort drin ist, den Menschen so eine Kraft zu verleihen, dass, wie konnte Johannes sagen, und seine Gebote sind nicht schwer,
Wie konnte er sagen, wenn da geschrieben steht, im Evangelium zum Beispiel sagt er, dass man kein Heuchler sein soll, dass man dem anderen helfen will, da irgendwo stehen und oder irgendetwas Großes machen und die Glocke klingeln lassen und sagen, guck hier, was ich mache. Guck hier, ich tue einen 1.000-Euro-Schein in den Sack. Das will Gott nicht. Aber hier steht, er will, dass wir frei werden von der Heuchelei. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken. Und da, wem hat er das gesagt? Das hat er seinen Jüngern gesagt, aber auch dem gesamten Volk, die zuhörten. Da stehen Dinge drin geschrieben, die gar nicht so leicht sind. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Boah, wer wird da nicht rot? Wer schämt sich nicht? Da schämt sich Mann und Frau, Bruder und Schwester. Denn nicht nur der Bruder guckt nach der Schwester, auch die Schwester guckt nach dem Bruder oder nach dem Mann. Weil das Fleisch mitunter, vielleicht nicht immer, vielleicht ist man so im Geiste, dass man vielleicht jemand sogar entblößt vor sich sieht, ganz entblößt. Und du schaust durch. Du siehst eigentlich nicht das Fleisch, das nackige Fleisch. Du schaust durch. Du schaust durch wie zu Gott, obwohl da etwas vor dir ist, ein Mensch vor dir ist, Fleisch vor dir ist. Gibt es auch, aber es gibt Situationen, da ist der Mensch gereizt und der Teufel, der versucht ihn. Es gibt Situationen, wie David sie hatte. Und er schaute darüber und er schaute weg, er schaute wieder. Es war für ihn eine Augenweide, das zu sehen da, wie sich eine Frau wusch oder badete. Und diese Dinge können kommen, Geschwister. Und dann sagt er hier, das ist ja eine Sache, zu erkennen, jetzt habe ich schon Ehebruch begangen, weil mir gefällt dieser Mensch. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Geschwister, jetzt wird es drastisch. Das sagt Jesus. Und er meint es richtig und gut mit uns. Er meint es so, wenn du so weiter in dieser Versuchung gehst, du wirst irgendwann fallen. Irgendwann wird es dich packen. Und dann wirst du sehen, und wenn du dann, wie sagen manche Psychologen, die sagen, wenn ein Kind einmal erstmal auf diesem sexuellen Gebiet gefallen ist und da die Sünde gekostet hat, da ist etwas gebrochen in dem Kind, ein Tabu, da ist etwas kaputt, eine Reinheit kaputt gegangen in dem Menschen, und wenn die kaputt ist, dann ist ihre Erfahrung, dass mit diesem der Teufel leichtes Spiel hat, um hineinzukommen mit mehreren Sünden. Das ist der Anfang. Wenn dieses verletzt ist, dieses Ethische, dieses Reine, und das kaputt gegangen ist, und das ist die Gefahr, liebe Geschwister, dass wenn wir irgendwo nachgegeben haben, dann... Das ist wie soll ich es vergleichen, wie da bei dem Fußballspiel, die Deutschen, die haben die Brasilianer vor sich gehabt, die Mannschaft, die Weltmannschaft, und wie sie ein Tor reingebracht haben, auf einmal haben sie gemerkt, da ist eine dermaßen Lücke, und immer wieder haben sie einen reingeballert, bis sie immer 7-0 stand, und ich stand am Bahnhof, und die Leute schrien und jubelten und tanzten da am Bahnhof. Ich denke, was ist denn nur los? Und das,
sagt die Frau, ja, wissen Sie nicht, was hier los ist? Deutschland schießt dauernd Tore gegen den Weltmeister und so weiter. So ungefähr ist es im Verhältnis, wenn die irgendwas gebrochen ist und kaputt gegangen ist, dann versucht der Teufel, weil er weiß, da kann ich damit rein, da kann ich damit rein, mit Lüge, mit Ungehorsam und so weiter. Dann versucht er alles da rein zu pummern und reinzupressen in diese Lücke. Geschwister, dein rechtes Auge, ein Anstoß zur Sünde, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wir kommen jetzt in eine böse Zeit hinein, von der auch in der Offenbarung geschrieben steht. Da steht, selig ist, wer wacht und seine Kleider hält. Ich meine jetzt sowieso im Sommer, die Frauen, die laufen schon wieder mit so kurzen Röcken rum, dass du das also so weit über dem Knie alles frei ist. Ist ja klar, wenn sich so ein Mensch bückt, dass dann Menschen versucht werden. Oder wenn der Mann so eine Hose, so eine Jeans anhat und manche, die wenn sie in der Bahn jetzt, da lassen sie sogar ihre Hosenträger da schon runterhängen, als wie, komm, brauchst du noch ziehen, da fällt die Hose runter. Und so weiter, um die Menschen anzuregen, zu bösen Sinn. Und manche, die haben gar keinen Gürtel an, keine Hosenträger und nichts, und denen hängt die Hose schon, dass du hinten fast die Pobacken siehst. Und wenn die sie noch bücken, kannst du dir vorstellen. Und in diese Zeit kommen wir mehr und mehr hinein. Und wer kann denn hier bestehen, wenn das Übel so drastisch da ist? Wer kann bestehen in dieser Zeit? Gott will nicht, dass unser ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das verstehen wir. Das ist Gottes Liebe. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind keine leichten Sachen hier. Wie kann der Apostel reden und sagen, und seine Gebote sind nicht schwer? Also muss da etwas geben, muss ich, wenn ich zu Gott komme und diese Dinge bemerke, es gibt ja da auch noch andere Sachen mit Ehescheidung und seinen Feind hassen, das hat ja unser Bruder auch öfter schon erwähnt, Dinge, die nach dem menschlichen Ermessen sehr schwer sind, dass man sagt, unmöglich, schaffe ich nicht. Ja, du sollst es ja auch nicht schaffen und ich. Wir sollen nur aufschauen, wir sollen nur im Geiste Gottes leben und wandeln, das lernen. Und dann merken wir genau, und da müssen wir dann genau zuschlagen, wenn wir merken, jetzt kommt die Anfechtung. Und da ist Bruchteile von Sekunden, aber Gott macht es so, diese Bruchteile von Sekunden, die dehnt er in unserem Verständnis dermaßen aus, dass wir sie als voll, wie soll ich mich ausdrücken, als eine volle Zeit sehen. Und sehen, jetzt sollte ich zuschlagen. Und dann schlag zu. Das ist aber nur ein Bruchteil einer Sekunde, wo Gott dir diesen Lichtschein vom Himmel gibt und sagt, jetzt schlag zu. Und dann weicht der Teufel, dann hat man gesiegt. Und wenn man das nicht tut, wenn man da versagt hat, wer hat nicht schon versagt? Wer ist nicht schon da reingefallen in dieses Urteil? Dann sollen wir aber lernen, dass wir mit Gott gehen und sagen, ich nutze die Gelegenheit, ich will sehen, wenn der Ruf, wenn dieser Blitz Gottes kommt, der mich erleuchtet in Zehntelsekunden, in Hundertstelsekunde. Das spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall so gewaltig, diese Zeit, die da ist, um etwas auszurichten in Gott. Die ist da. Wenn sie nicht da wäre,
Da könnten wir alle einpacken, unsere Bibel nehmen und heimgehen. Dann würden wir alle versagen. Aber sie ist da, die Zeit, um da vor Gott die Not zu bringen, um vor Gott das Übel zu bringen, um nicht in die Hölle, dass unser Leib in die Hölle geworfen wird. Dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich meine, es steht hier nichts von der Seele, vom Geist geschrieben. Paulus spricht an einer Stelle in den Briefen, sagt er, ich habe ihn dem Satan übergeben, damit sein Leib zunichte gemacht werde, aber der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Da ist noch eine Nuance drin, ein Unterschied, den wir auch nicht jetzt beleuchten, aber wo Gott mitredet, wo nicht der Mensch mit seiner Vernunft alles im Bausch und Bogen verurteilt, sondern wo Gott redet, wo Gott, Gottes Urteil, so wie bei dem Schächer am Kreuz, der da hing, er war ein Verbrecher, links und rechts hing von Jesus Verbrecher, und ja, wie kann Jesus sagen zu dem, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, wie kann er das sagen, wenn der, das hat er alles vielleicht hier getan, sein Leib wäre oft in die Hölle, schon wegen dem, und dann hat er noch jemand totgeschlagen, und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, wie kann er das sagen? Das kann er sagen, weil Buße notwendig ist und weil Buße gegeben ist von Gott. Das sind die Dinge, liebe Geschwister, und wenn wir glauben, was Gott sagt, dann erleben wir, es steht ein Wort geschrieben im Galaterbrief, da steht, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen, also durch mosaische Gesetz hören, oder durch die Verkündigung vom Glauben? Den Geist durch die Verkündigung vom Glauben bekommen. Weißt du, Verkündigung ist eine Glaubenssache, Verkündigung. Aber dann selber Glauben bekommen, das ist eine doppelte, also sozusagen 10 mal 10 ist 100. Das ist eine doppelte, ein doppeltes Wunder. Den Geist bekommen durch Verkündigung vom Glauben. Zweimal ist da etwas Wunderliches erwähnt. Genauso im Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes. Das erachtet hat der Mensch jetzt das mosaische Gesetz gehalten, hat er den Sabbat gehalten, hat er seinen nächsten samaritischen Dienst erwiesen. Oder durch die Verkündigung vom Glauben, Vers 5 am Ende. Tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Verkündigung vom Glauben. Und das ist es. Und schau an, Verkündigung vom Glauben. Wo sind die Geschwister, die nicht da sind, die dieses vermissen, diese Verkündigung vom Glauben? Sie vermissen etwas. Sie haben einen Schaden dadurch. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte. Weißt du, was dadurch dargereicht wird? Durch diese Wunder über Wunder. Verkündigung ist schon ein Wunder und Glauben ist auch ein Wunder. Das reicht dir da, den Geist und Kräfte reicht es dir da. Und das brauchen wir, Geschwister. Es steht in der Apostelgeschichte geschrieben, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet.
Apostelgeschichte 5, 42 steht auch geschrieben. Und täglich im Tempel und in den Häusern hin und her verkündigten sie den Herrn Jesus Christus. Täglich. Warum, Geschwister, warum waren die Christen so eifrig in der Zeit? Weil sie spürten, hier wird der Geist gereicht, hier wird Kraft gereicht, genau das brauche ich. Genau das brauchen du und ich, den Geist und die Kraft. Und wir kriegen sie nach Gottes Wort, da wo es gereicht wird. Deswegen sollte es möglich sein, dass wir, wenn immer wir Gelegenheit haben, und da kommt jetzt noch eine dunkle Nuance dazu, Geschwister, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, da keine Verkündigung geschieht und der Glaube wird auch nicht gebaut. Es kommt die Nacht. Ja, was machen die Geschwister dann, die dann sagen, ja, jetzt bin ich bereit, jetzt komme ich, jetzt. Und die Nacht ist da und du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr, du stehst vor verschlossener Tür, groß ein Klebestreifen drüber, hier bestimmt der Antichrist, dass die Türen zu sind. Und du musst wieder reingehen und fängst an zu weinen und fängst bitterlich an zu klagen. Warum habe ich nicht die Zeit, die Jahre genutzt, wo ich hier Verkündigung vom Glauben, wo ich Geist und Kraft tanken konnte? Das ist das, Geschwister, was Not tut unter uns. Weil mit jedem Bruder, mit jeder Schwester, die es nicht hat, die nur ein Anhängsel ist, werden wir abgebaut. Weil die haben nicht nur, dass sie nicht kommen, aber die schleppen irgendwas mit rein. Wir auch natürlich, nicht nur die anderen. Wir schleppen irgendwas mit rein, aber was schleppen wir mit rein in die Gemeinde? Schleppen wir Gott mit hinein, schleppen wir Glauben mit hinein, dann selig sind wir und wir bauen die Gemeinde, wir bauen den Leib. Schleppen wir Irdisches mit rein, Ablenkung, Gespräche während der Versammlung, diese Dinge, wir bauen ab, wir bauen den Leib ab, anstatt aufzubauen. Es ist so, wir haben natürlich diesen Gnadenstuhl Gottes, so wie er auch vorgeschattet ist im Alten Testament, wo im Tempel oder in der Stiftshütte, spielt da keine Rolle, es waren ja beides von Gott befohlene Einrichtungen, die da, wo Gottesdienst getan werden sollte. Und das Abbild, das da gezeigt wird, dieses wo das Gesetz Gottes drin war und die Lade drin war und dann war eine goldene ein goldener Deckel war da drüber und da waren Engel, Cherubim, die wachten darüber und Gott sprach, ja, wir können das schön aufschlagen. Und Gott sprach, im 2. Mose 25 steht geschrieben, und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Ein Sühnedeckel ist da gegeben, Geschwister. Das heißt Blut. Wenn der hohe Priester da Blut sprengte, der einmal im Jahr hineinging in das Allerheiligste. Und wir haben das Blut Jesu, was uns reinwäscht, was wir unbedingt anwenden sollen. Und dann steht hier in Vers 22, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim
die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Dort will er mit uns reden, Geschwister, dort an dem Sühnedeckel. Und das hängt alles zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Bergpredigt, mit diesen gewaltigen Geboten. Das steht ja auch geschrieben in der Bergpredigt am Ende. Und als er endete seine Rede und das Volk entsetzte sich, der redet mit einer Macht, redet der, dass man sich hier verstecken möchte, mit so einer Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die auch ihre Satzungen hatten, ihre Belehrungen, auch kluge Männer waren da, Gamaliel, auch Saulus war gelehrt zu den Füßen von Gamaliel, kluge Männer, die auch in Zeiten der Not, als die Apostel gefangen genommen wurden und dann ausgefragt und gepeitscht wurden und so weiter, die dann weise genug waren und sagen, halt Brüder, halt, was tut ihr da? Jetzt tut sie erstmal hinaus, die Apostel. Was tut ihr da? Wenn ihr da einfach handelt, einfach aus eurem Empfinden heraus handelt, nachher seid ihr am Ende und streitet gegen Gott. Wer will gegen Gott streiten? Wenn das, was die Leute da machen und verkündigen, wenn das vom Menschen ist, dann wird es sowieso aufhören irgendwann, kaputt gehen. Ist es aber von Gott? Oh, weh. Wenn ihr dann so gegen Gott handelt, und er wusste ja auch, was früher zu den Propheten geschah, wie die misshandelt wurden, getötet wurden und so weiter, das wusste er ja. Denkt ihr, dann sind wir dieselben, wir sind ja dann wie unsere Väter. Nein, nicht so nicht, sagt er. Ein kluger Mann, Gamaliel. Gott redet, Gott will mit uns, mit dir, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Dort am Sühnedeckel. Dort, wo wir unsere Sünde sehen und bekennen. Und das, was da geschieht, Geschwister, das ist ja ein Schatten, was hier im 2. Mose geschrieben ist. Es gibt noch andere Schriftstellen, wo auch geschrieben steht, im 3. Mose, da steht geschrieben, ich erscheine dir. Ja, wie erscheint Gott uns heute? Im Geiste, Geschwister, im Geiste. Nicht, dass er an einer Stelle da in einer Stiftshütte oder im Tempel erscheinen musste. Er erscheint heute hier Hunderten in Deutschland oder Tausenden und in Griechenland und in Indien, überall erscheint er. So gewaltig ist Gott. Durch seinen Geist erscheint er, Geschwister. So souverän ist Gott. Er tut immer mehr. Er fängt klein an. Das Bächlein fängt klein an zu gluckern da am Tempel da heraus. Nachher wird es ein reißender Strom und macht alles gesund. Lasst uns das bedenken, dass wir diesen Gnadenstuhl, den Gott uns gegeben hat, den Sühnedeckel, der auch besprengt wird mit Blut, lasst uns das benutzen, was Gott da gibt. Ich lese Vers noch aus Hebräer. Da steht geschrieben, Hebräer 9, Vers 11. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken
und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Damit wir dem lebendigen Gott dienen können, Geschwister. Das will Gott. Das will Gott, dass wir da in der Bergpredigt nachsinnen. Dass wir da unseren Mangel sehen. Dass wir da beschäftigt sind. Und dass wir da keine Zeit für die Welt haben. Sondern dass uns da das Himmelreich immer größer wird. Das will Gott. Damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt, Geschwister. Im Geiste. Und Jesus hat das Opfer vollbracht. Jesus kommt wieder. Er zitiert uns dorthin in seine Gemeinschaft. In seine Gegenwart zitiert er uns. Und hier steht das Wort von Erlösung. Erlösung, Entlösung kann man auch sagen, Apolytrosis, das heißt, du wirst losgemacht von deinem alten Wesen durch Glauben. Durch Glauben werden wir losgemacht von dem, und das geschieht aber nicht an einem Tag. Wir können an einem Tag uns bekehren, Reue empfinden, wiedergeboren werden, das können wir erleben, aber dieses Freimachen, ein Vers lese ich noch da aus Römer Brief, da steht geschrieben im 3. Kapitel, und werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, und als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. In der jetzigen Zeit, Geschwister. Das müssen wir bedenken. Die jetzige Zeit ist so wertvoll, so wichtig. Wenn wir die versäumen, die jetzige Zeit, wenn die jemand versäumt und er verschläft sie jetzt nicht, ist hier noch keine Schlafenzeit. Er macht ja etwas anderes, der Mensch. Das heißt, ich will es mal drastisch sagen, er gräbt sich selber sein Grab. Geschwister, wenn Gott so ein Heil uns anbietet, und man macht was anderes. Wenn ich was anderes mache, ich grabe mir selber mein Grab. Ich muss es so drastisch sehen. Es gibt nur einen göttlichen Weg. Und der ist so köstlich, so groß, so schön. Gott hat Zurückhaltung geübt, aber jetzt in der jetzigen Zeit zu erweisen, Gerechtigkeit, damit er selbst gerecht sei, und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Rechtfertige, das ist ein Partizip, der an dem Glauben ist. Steht nicht wahr, der aus dem Glauben an Jesus war. Ja, ich habe mich vor 50 Jahren bekehrt. War. Nein, nein. Ist. Das ist Gegenwartsform. Jetzt. Aus Glauben in Glauben, steht an einer anderen Stelle im Römerbrief geschrieben. Aus Glauben in Glauben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Glaubens, das ist eine Gegenwartsform, nicht als er mal geglaubt hat. Lasst uns das bedenken, lasst uns diesen Glauben Gottes empfangen durch unsere Gemeinschaft, durch Gebet, durch Vertrauen zu Gott. Er wird uns das alles, wir werden das alles empfangen, was er verheißen hat.
So du glaubst, so wirst du empfangen, hat er gesagt, was du glaubst. Amen.